Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. Irgendwie sind die Stimmen gerade ziemlich leise, ich mache die mal kurz ein Stück lauter. Das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Part von der Hauptstory hier im Spiel. Ich werde danach noch das DLC Frank Rising zeigen. Und die Capcom Heroes. Okay, dann hier liegt... Hier ist einfach alles voll mit Geld. Okay, dann mach mal das Tor auf. Ich mache jetzt das Tor auf. Okay, du machst jetzt das Tor auf. Ich habe verstanden. Machst du dann das auch? Hat sich deine Herzgröße dieses Weihnachten verdreifacht, Frank? Das meint... Na komm, wir sind quitt, oder? Sind wir quitt? Bringen wir die Story raus. Mach mal so jetzt nicht ernst. Ja, oh, mach auf. Zuallererst müssen raus aus mir. Was soll das denn jetzt? Dann mal los. Geht er in mich rein? Okay, die beiden haben jetzt beide eine Lebensanzeige. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich die unbedingt beschützen muss. Die sollten doch am besten auch alleine klarkommen, oder? Eigentlich ja. Ups. Das Erdgeschoss ist vollständig überrannt. Da vorne. Wir kommen über die Skybridge raus. Ja, ich weiß, dass ja alles vollständig überrannt ist. Bin schon ein bisschen länger hier. Also ich bin schon ein bisschen öfters hier durchgelaufen als ihr so, hier. So, Miss Chu. Normalerweise müsste ich dich für den ganzen Scheiß einholen. Dafür musst du mich erstmal kriegen, Oberbulle. Meine Güte. Okay, hier geht's lang. Ah ja, dann kommt doch mal mit vielleicht. Wo gammelt denn ihr da noch rum? Hier hinten noch. Hier ist doch nichts mehr los. Was macht ihr noch hier? Lass den Zombie doch einfach in Ruhe und geh einfach weiter, bitte. Tu mir einmal diesen Gefallen. Ja, die schubst jetzt einfach um, ne? Auf dem Dach des Natürlich. Ab, ups, okay, nicht runterfallen. Oh, wie überaus praktisch. Ich hab noch den Lebkuchenmann zerstört. Ein Souvenir mitgenommen? Wenn PTBS zählt, ja. Bei mir schon. Ich glaube, die sind ziemlich angepisst. Brad folgen. Komm, stirb jetzt. Ich brauche eine Sekunde für die Tür. Ja, warte mal. Nein, eine Sekunde ist schon zu viel. Das stimmt. Ich habe eine Lösung dafür, wenn ich was machen dürfte. Nein, darf ich nicht. Wunderbar. Jetzt hätte ich einfach so einen Elektrostrahl auf den Boden gelegt. Bitte sag, dass er für uns ist. Ich brauche einen Wodka und einen Whisky. Krieg ich auch was davon ab? Scheiße! Hochziehen! Zieh hoch! Scheiße! Helikopter 1 am Boden, müssen evakuiert werden. Jetzt! Fuck! Wir haben Besuch! Oh nein, nein, nein! Ich glaube, ich habe kurz einen Schluck getrunken. Er kommt her. Beschäftigt sie! Ich krieg die schon auf! Ja, einfach immer weiter. Oh, verdammt. So. Die Waffe ist echt gut.
Die bringen sich einfach selber um, die platzen einfach, wenn die das berühren. Oh, hier kommt sogar Geld auf mich geflogen. Durch mich durchgeflogen. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Meine Kiste ist kaputt. Bewegt euch! Nach oben! Ups. Rauf! Hurtig! Hurtig! Ja, ja, wir beeilen uns. Aua. Oh nein, Brad, das ist eine Todesfalle! Vorräte ab! Der nächste Helikopter wird es auch nicht schaffen! Meine Leute werden uns hier raus. Versprochen! Okay, oh, cool, das war gut. Wo ist die andere Waffe hier? Professor? Ja, weg! Darf ich gerne, wollte ich was sagen? Es ist eine Studie über das US-Seuchenmanagement und das Kaltkrieg großer Mist war. Klappe halten und Zombies töten! Du kommst doch nicht rüber. Was ist hier drin? Nichts. Was ist noch der Container? Ah, okay, der ist schon offen und leer. Es kommen immer mehr! Dann schalt auf Dauerfeuer! Stirbt alle! Jetzt kommt hier mal die Elektroaxt. Das sieht nicht gut aus, Brad! Wir werden es schaffen! Sieht doch voll gut da aus. Schneller. Wäre ich auch für. Oh, es kommt nicht so lange. Aber eine Tür zu öffnen. Oh, komm schon! Komm, mach auf. Bewegung. Na endlich. Los, los. Hat ja lang genug gedauert. Sackgasse! Ah, verdammt! Ich weiß, wie der Film endet! Sind hier auch davon welche drin? Nee. Oh, der. So, okay, so. Okay, das ist echt eine sehr starke Waffe. Wir sind geliebt. Ob ich wohl hier noch die 30.000 Kills schaffe? Was habe ich denn das so? Ah, das hier. Aua, aua, aua. Gar nicht gut. Oder von mir. Das wird auch nicht passieren. Oh, eine Mission abgeschlossen. Ups. War aus Versehen. Ist ja nicht so schlimm. Nein, ich hab doch cool gedrückt. Und ich hab doch die linke Maustaste gespammt. Stirb einfach. Lass Brad doch kurz helfen. Fans sind ja ganz nett, aber. Was zum. Hier, nimm das. Und du nimmst das. Aua, 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 runter von mir. Ist er gerade einfach durch den
durch das Elektroteil gelaufen. Stirb, Lade! Und ich bringe dich auch um. Aua, was passiert hier? Was war denn das gerade? Ich höre einen Helikopter. Nachschlag gefällig! Wir haben es gleich geschafft. Offen! Bewegung! Los! Ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn es nach Frank ginge, wäre die Story jetzt zu Ende. Er würde als Held sterben und sich zum Wohl seiner Freunde opfern. Dann gäbe es keinen Grund, den ganzen Wahnsinn in den Monaten danach zu verfolgen. Aber Frank ist nicht hier, um die Geschichte zu erzählen und sie wie immer mit pikanten Details auszuschmücken. Ich frage mich, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er sie später erzählt hätte. Hätte er Fontana im direkten Duell besiegt, sich nicht mit der fiesen Dr. Blackburn zusammengetan, eine Romanze mit der Technikerin der Stadt angefangen? Sein zweites Buch wäre wahrscheinlich auch ein Hit geworden. Aber Frank ist nicht hier. Also erzähle ich seine Geschichte. Ob er es gewollt hätte oder nicht. Und ich finde, Wahrheit ist besser als Fiktion. Fall 6 ist hiermit gelöst. Wir haben den Story-Modus zu 91% abgeschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir irgendwann nochmal wiederholen. So, jetzt Belohnungen. Jetzt verfügbar Zero Exosuit und Goldbarren. Die Sachen werden wir uns dann noch im nächsten Part angucken. Und danach gibt es, denke ich mal, den Capcom Heroes-Modus. Hiernach kommen jetzt die Credits, glaube ich. Deswegen beende ich jetzt erstmal schon mal den Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, doch, noch nicht. Abort habe ich trotzdem jetzt schon mal gemacht. Ja. Chefredakteur. Okay, das war's. Jetzt mit der Hauptstory von Dead Rising 4. Ich werde die Credits natürlich jetzt durchlaufen lassen.
Im nächsten Part schauen wir uns, denke ich mal, den Zero Extra Suit und den Goldbarren an. Und möglicherweise starten wir auch im nächsten Part schon mit den Capcom Heroes. Gut. Aber ich beende dann jetzt hier erstmal den Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Christmas time all through the year. Oh, in the Met, I won't let you forget all the good times we've had, right? Oh, in the Met, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Baby, I love your soul.
like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, please don't let me forget all the good times we've had right here. Snowmen and reindeer, candy canes and lollipops, holly jolly for everyone. So much snow, I hope it never stops. Oh, Willamette, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times we've had right here. Candles on the windowsill, Santa's helpers are on their way. Laughter and festive jokes, eat all your holiday foodie fare. Oh, Willamette, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times. Yet it feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times we've had right here. Oh, Willamette, you're my kind of town. You're so beautiful, baby. Christmas time all through the year. Oh, Willamette, please don't let me forget all the good times we've had.
Yet it feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times we've had right here. Candles on the windowsill, Santa's helpers are on their way. Jokes, eat all your holiday foodie fare. Oh, Willamette, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times. Yet it feels like Christmas time all through the year. Oh, Willamette, I won't let you forget all the good times we've had. Christmas time all through the year. Oh, Willamette, please don't let me forget all the good times we've had right here. Snowmen and reindeer, candy canes and lollipops, holly jolly for everyone. So much snow, I hope it never stops.
nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Santa's helpers are on their way. Laughter and festive jokes. Eat all your holiday foodie fare. Oh, Willamette, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all through the year. Times we've had, right? Oh, Willamette, you ain't seen nothing yet. It feels like Christmas time all.